Endlich war es soweit, Henrik Broder mit mir im Gespräch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie sehen es vielleicht noch, meine Augen sind noch etwas feucht. Das liegt nicht daran, dass ich zu viel getrunken hätte. Das liegt daran, dass er mich immer wieder massiv zum Lachen gebracht hat. Und ein Humor, wo das Lachen und das Freuen teilweise ganz nah beieinander sind. Lassen Sie sich das Backstage nicht entgehen. Das ist fast noch besser als das Gespräch. Aber das Gespräch ist auch so gut. Es ging auch um sehr ernste Themen. Jemand wurde festgenommen, weil er einen Spruch von Henrik Broder auf einem Pappschild auf einer Demonstration hatte. Das erzählst du lieber, wie das war. Dann geht es noch um die Bundespressekonferenz, wo ich herausgeschmissen wurde und Henrik nicht aufgenommen. Es ging darum, warum Journalisten darüber jubeln. Ganz, ganz viele Themen. Aber du kannst das alles viel besser als ich. Du bist in vielen mein Lehrmeister, Henrik. Bin ich dir auch sehr dankbar, dass er immer was hat, wo man hochschauen kann. Also ich verehre ihn. Das muss jetzt auch mal gesagt werden. Seinen unglaublichen Geist und Esprit. Drum red jetzt nicht ich, die Leute wollen den Broder hören und nicht den Reitschuster. Bitte nochmal. Und nichts, was zensiert werden kann auf YouTube. Nur, dass die Leute wissen, was du wieder alles an wunderbaren Dingen gesagt hast. Jetzt schweigt er. Also ich soll was sagen? Ja, natürlich. Du sollst jetzt kurz erzählen. Das war auch schon wieder ein Witz wahrscheinlich. Warum in deinen Augen dieses Gespräch es lohnt, dass man unten einmal kurz klickt und ins freie Internet kommt, weg von den Zensurplattformen? Naja, ich bin erstmal wahnsinnig geschmeichelt, dass Boris Reitschuster zu mir heraufschaut. Es ist eigentlich von der Physis her viel einfacher, auf mich herabzuschauen. Aber ich nehme das als Kompliment. Ja, es ist alles in Ordnung. Ich mache nichts. Ich arbeite gerne, ich schreibe gerne, wenn ich schlecht gelaunt bin, fange ich an zu schreiben. Und im Übrigen dreht sich mein ganzes Leben um eine große Kunst, nämlich die, aus der Depression in die Aggression umzuschalten. Und dann macht das Leben wieder Spaß. Ja, und wenn Sie diese Aggression und das, was Sie alles zustande bringt, wenn Sie sich die anschauen wollen, dann kleiner Klick für Sie, großer Klick für die Meinungsfreiheit. Einfach unten rüber wechseln ins zensurfreie Internet und lassen Sie sich das Backstage nicht entgehen. Das ist episch in diesem Falle. Alles Gute, vielen Dank, Henrik. Pass auf dich auf, lass dich nicht unterkriegen. Danke. Shalom allerseits. Shalom. Reitschuster.de.